Warum hat er denn nicht hier? Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Moin. Moin. Richtig rum ist es. Herrlich, das geht ab. Ja, ich begrüße ganz herzlich erstmal den Bagaluten hier bei uns im TS. Mahlzeit. Genau, und dann heute, wie ihr im Streamtitel schon lesen könnt, wir haben heute Mittag einfach mal angeschmissen, um so ein bisschen von unserem Mitspieler, dem Lehrer, nenne ich ihn mal, seine Klasse zu verabschieden. Er hat eine Klasse, sicherlich kennt ihr die Befehle, Hashtag 9H2. Grüße gehen raus an euch, ich weiß, dass ihr zuguckt. Hoffe ich zumindest, dass ihr schon dabei seid. Nicht, dass euer Lehrer das wieder verpennt hat. ja, haben wir gedacht, Mensch, ihr sitzt alle so schön beim Grillen im Garten. Hauen wir doch mal einen Stream an und versüßen euch das zusätzlich noch ein bisschen. Wampi, moin. Ja, mal gucken, ob sich da gleich nochmal wer meldet, ne? Heute ist ein guter Tag. Ich habe so ein bisschen frei und habe mir zusätzlich dann auch gleich noch ein bisschen Arbeit aufgehalst, Leute. Ich werde heute Nachmittag hier bei einem Landwirt für ihn das Heu kehren. Dazu werde ich natürlich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Das hat sich gerade eben noch ergeben. Der Leon Oldmanns, der kommt aus der 9H2. Moinsen. Ja, auf jeden Fall Heu kehren. Mal gucken. 1, 2, 3 Tage oder so. Da werde ich natürlich ein paar Aufnahmen von machen. Mal gucken, was der da so für Maschinchen und so hat, ne? So ganz genau weiß ich das noch nicht. Ich habe noch nicht weiter mit ihm geschnackt. Aber dazu wird auf jeden Fall auch ein Video kommen. Hat sich gerade frisch ergeben. Aber jetzt wollen wir erstmal noch ein bisschen hier fertig pflügen und dann düngen. Und der Händler hat nämlich unsere neue Spritze schon quasi bereitgestellt. Müssen wir nachher mal gucken, ob er das auch wirklich schon gemacht hat. Der Bagalut hat das da mit ihm abgeschnackt. Florian, moin. Bis in der Schule. Uha. Das hat nicht so gut funktioniert hier gerade. Timo Keller, moinsen. Monkey Norman. Jetzt wollte ich gerade ins Bett gehen. Und wer ist am Stream? War ja klar. Ja, du, eine Stunde ungefähr. Einfach nur, um das Grillen für die 9H2 ein bisschen anders zu gestalten vielleicht. Weiß nicht, ob der... Sind alle da? Ja, moinsen. Dann guckt ihr ja auch alle zu. Ich habe es eben schon mal erklärt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wir haben extra für euch die 9H2 den Stream angeschmissen. Euer Lehrer sagt, ihr sitzt bei ihm im Garten und grillt. Hauen wir einfach mal raus. Sitzen alle in der Stube und gucken zu. Richtig geil. Richtig geil. Jens 1145, moinsen. Ja. Dann machen wir hier jetzt so ungefähr bummelige Stunde und danach muss ich mich auch schon anziehen und zum Heukehren dreht der Hund durch. Ne, geht mit ihm. Na, da ist er doch. Köllmann, moinsen. Nils, auch moin. Ja, schön, dass ihr alle da seid, ne? So, noch ein bisschen Produktplatzierung hier. Ich krieg dafür kein Geld, nein. Ich krieg für gar nichts Geld hier. Kriegst du Geld, Bagalut? Nö, ne? Nö. Nö. Hoffe, ihr könnt alles sehen. Alles passt. Wunderbar. Jens gar nicht zur Arbeit? Ja, der Köllmann arbeitet ja. Das wissen wir ja. Ja, wie gesagt, der Händler hat die Spritze schon organisiert, die ist rübergekommen aus den Staaten. Haben sie verschifft, kostet uns wieder eine Stange Geld. Aber naja, für diesen Betrieb hier, dass das auch mal vorwärts geht. Die arbeiten ja alle so langsam hier. Das ist ja unser Gemeinschaftsbetrieb mit dem Herrn Berg zusammen. Ja. Weil der Berg so langsam arbeitet, ne? Müssen wir halt großes Geschütz auffahren, damit wir das alles kompensieren können. Ich hoffe, du siehst das. Häuptling Moppy, moinsen.
Na Gerd, dann grüß ihn doch. Ja, mach das auch mal, Gerd. Wir grüßen nur die 9H2. Als gesamte Klasse. Alle anderen können Moin schreiben, ne? Oder guten Tag. Servus geht auch noch. Alles super hier. So, noch ein bisschen Vorgewende fertig machen. Dann haben wir das Flügen auch hier. Der Farmer hat gestern angefangen zu flügen. Hier die 18 Hektar sind das, ne? Hier auf der 8 ganz rechts oben sind wir. 18,02 Hektar. Der Farmer gestern Abend, ich glaube 2 Stunden oder was. Ich heute Morgen auch noch 2 Stunden. PS4 Gamer LP, der ist auch aus der 9H2, das weiß ich. Jens hat Mittag, auch sehr gut. Sven, moinsen. Live from the Arbeit, Digga. Yo, läuft. Ja, dann war ich. Zombie Marvin, au moin. Da war ich heute Morgen noch los, hab eine neue Kamera gekauft. Damit die Aufnahmen auch mal besser werden. Richtig gut. Heute ist. Läuft, würde ich sagen. Heute läuft. Gucken, was der Tag noch so bringt, ne? Ich habe mir gedacht, nur stumpfes Flügen hier auf 18 Hektar ist vielleicht ein bisschen langweilig. So, nee. Können wir ja. Können wir ja. Oh, dann gucken wir uns ja auch viele Mädels zu, wa? Eieiei, Baggerlud. Benimm dich. Immer. Immer. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Habe ich gerade drüber nachgedacht. Aber ich habe gehört, bei aus der 9H2 gucken in der Regel 4 Leute zu. So hörte man. Weiß nicht, wer mir das geflüstert hat, aber... Auf jeden Fall gehen nochmal Grüße raus an euch alle. Ich habe gehört, ihr habt alle euren Abschluss erhalten schon. Und ja, geile Nummer. Wenn der ein oder andere mal Bock hat, kann er auch mal dazukommen. Einfach mal in bei uns dann in den TS joinen. Außerhalb des Livestreams natürlich. Kann sich auch mal mit uns unterhalten, vielleicht mal ein bisschen Feedback geben oder sonstiges. Unsere Arbeit. Ich denke, du hast Urlaub, Sven. Das fällt mir jetzt ja gerade erst auf. So, in Vorgewende noch. Das Schloss. Nein. Versaut. Luca, moinsen. Ist am 31. vorbei. Jetzt heuchelst du Interesse. Ja, also wie immer, alles beim selben geblieben, was, wenn? Der Zockerbro, moin. Mal beten rein hier in den hübschen Contest. Den 800er. Cent. Geile Kiste übrigens. Könnt ihr euch mal laden, die Contest Mods sind ja nun schon ein paar Tage auf Mod Hub zu bestaunen, zu bekommen, wie auch immer. Wir sitzen alle und gucken zu, das ist richtig geil. Da fühle ich mich glatt ein bisschen noch mehr beobachtet als sonst, wo ich das jetzt weiß. Ich habe ja auch eben in der WhatsApp-Gruppe Bilder bekommen. Fühle ich mich echt ein bisschen mehr beobachtet als sonst. Aber ist hoffentlich nicht schlimm. Und weh, ihr lacht mich aus, ne? Wally LS, moinsen. Er gibt heute Abend die erste Runde. Joa, wir kriegen bestimmt noch was ab. Davon ist auszugehen, Sven.
habe durchgezogen. Jo, war. Logger läuft. Natürlich mit Fan. Naja, eigentlich ist er eher so John Deere, meine Marke, ne? Aber der ist richtig geil. Also den hat er richtig gut gemacht. Guck mal, wie das hier aussieht. Hier drinne. IC hat er schlicht und einfach gehalten. Türen, Lenkrad, Fenster. Vorderfenster geht auf, hinten das Fenster geht auf, Seitenfenster gehen auf. Hat er echt top gemacht, das Teil. Glasfan, einer, moin. Du alte Säge, dankeschön. Danke, danke, danke. Wie ist? Wie geht's? Wie steht's? Was ist 9H2? Das ist von einem Mitspieler von uns. Die Abschlussklasse. Oflow, moinsen. Alter, das darf ich ja gar nicht erwähnen hier, Mensch. Für die weiteren Aufzeichnungen. Aber okay, Flo. So, haben wir hier hinten, hat der Farmer den Keil hier ausgeflügt? Oder nein? Ich glaube, hier müssen wir nochmal lang. Hier rum steht der Flug so rum. Sehr gut. Sebo, moinsen. Ich glaube, hat der Farmer schon gemacht. Wir können hier nochmal versuchen. Map findet ihr ja auch. Wisst ihr, wo ihr sie findet? Gaming for Fun Forum. Einfach mal gucken. Göttenstedt V2. Geile Map. Hier habt ihr nochmal eine Übersicht. Wer ansonsten Bock auf LS hat und das noch nicht hat, einfach kaufen. Ist cool. Schock. Entspannte Geschichte, Leute. So, ich glaube, das war's hier, wa? Ich glaube, den können wir einklemmen. Ausmachen, zum Hof fahren. Jonas Meyer, moinsen. Robby Robbe, auch moin. Simon, nee, leider nicht möglich. Leider, leider nein. Wie gefällt mir Cattle and Crops, was ich bis jetzt gesehen habe? Gut. Auf jeden Fall gut. Für die Demo alles tippitoppi. Richtig geil. Ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so dasteht oder wie auch immer. Aber jetzt kommt ja bald hier der nächste Schritt ist, glaube ich, der Editor. Die Demo von dem Editor. Und dann startet die Early Access. Und dann, glaube ich, geht das schon ganz gut los, ne? Wann spielst du mal LS15? Gar nicht. LS15 war, muss ich auch wirklich sagen, war auch nie richtig mein Spiel. Dann spiele ich lieber den 13er. Ist so. Daumen Nummer 10 ist deiner. Richtig geil. Richtig cool. Aber wenn der Lehrer 20 Schüler in seiner Klasse hat und die alle bei ihm zu Hause sitzen, ne? Und du Daumen Nummer 10 bist. Ich weiß ja nicht so genau. ja, wie immer. Rainer, weißt du doch. Wo einer ist, da ist der Rest auch. Die Qualität findest du ist richtig schlecht? Welche Qualität? Von unserem Stream hier? Oder von Cattle and Crops? Reiß die Hütte ab. Das sieht auch, also das könnte man nochmal neu bauen hier. Das sieht schon so verfallen aus. Fahr ich da erstmal gegen den Pfeiler, ey. Manchmal weiß ich nicht so genau. Oh, schön, Waschi-Waschi machen. Und auch ihre Fans? Ja. Von Cattle and Crofts. Naja, einfach. Also. Ich finde das schon. Doch, ich finde das gut, die Qualität. Finde ich super. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon, Leute. Nützt nichts.
So, wieder da. Nützt ja nix. Dirk Meier, moinsen. GB. Kann nicht fahren, also wie immer. Richtig, Rainer, richtig. Weißt du doch. Hier, fährt er wieder über die ganzen Heuballen. Oh, nee, du, der Typ. Der ist ein bisschen durcheinander heute, glaube ich. Nein, nicht runter. Ausklappen sonst. Den brauchen wir ja eh. Komm, wir stellen den hier neben. Komm, wir stellen den hier neben. Flo am Lollen. Moinsen. Zack, abgehakt. Und dann wollen wir mal zum Händler. Justin, auch moin. Hoffe, ihr hört mich wieder. Ja. Mikro ist wieder an. Kiste hier in der Ecke gedrückt. Ausmachen und dann gucken wir mal auf unser super duper Tablet. Kaufen. Oh, schade, ne? Nicht als Admin angemeldet. Naja. Machen wir doch glatt. Probieren wir das auch nochmal. Kaufen. Ja. Wieder Schotter los. Da haben wir doch das gute Stück. Ganz chilliger Chat. Ja, ist ja eigentlich immer so. Servo. Vogel, bist neu hier. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Und moin. Irgendwie kenne ich die Map. Die kommt mir so bekannt vor. Ja, die ist von eurem Holger. Von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. So, das Ding hier konnte ganz viele Sachen machen. Glaube ich. Aber wie, was nun genau? Steht hier auch nicht so richtig, ne? Das Gerät muss zuerst aufgefüllt werden. Kaufen wir doch nochmal ein bisschen Fertilizer. Agamon, moinsen. Flüssigdünger, ne? Ja, kaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fertig. Ist die Laube. Wo steht er denn? Wo ist er doch? Kann man das hier direkt befüllen mit R? Ja, geht wunderbar. Oh, wie lange brauchen der es aber?
Taste war das? 6. Was kann man damit... Weißt du die Tasten, wo man das Ding höher machen kann? Ja, ich spiele ja mit Gamepad. Das kannst du auch erst, wenn das Ding ausgefahren ist auf dem Acker. Ach so, okay. Ah, der kann nur 5000 Liter mitnehmen. Naja. So, dann fahren wir da erstmal zum Acker hier. Aber ich glaube, erstmal das Lenkrad ranziehen. Oh, den brauchen wir. Das können wir nochmal. Erstmal nix. Fahren wir erstmal los. Matze, moinsen. Mal zwischendurch. Muss aber weiter arbeiten. Circa 14 Uhr zu Hause. Jo, Matthias, da bin ich schon nicht mehr zu Hause. So, schauen wir mal. Der Kram kann aus. Immer zum Acker hin da. Ja, Gesundheit, ne? Yannick, ich glaube, der Nightbot, der schläft. Deswegen sage ich es dir. Es ist das Logitech Driving Force GT. Ganz cooles Lenkrad und für LS langt's allemal. Muss ich hier? Nee. LS Zocker. Nein. Und das nächste Mal, ja, und dann noch mit statt dem O ein I. Aber nein, ist heute nicht möglich. Steht ja nicht in der Streambeschreibung. Wir machen heute den Stream für die 9A2. Die Abschlussklasse von einem Mitspieler von uns. Ich weiß, Rainer. Aber ich erkläre dir irgendwann mal, warum. Das nächste Mal, wenn wir uns hier irgendwie so hören. Einfach so eine Teamsache, ne? Linker hat er auch, sehr schön. Und dann schauen wir mal mit der Kiste hier. Was siehst du hier? Sven ist ja auch Uktor. Sven, dein Nö kommt aber ganz schön spät. Nein, wir haben letztens erst einen Community-Stream gemacht. Von daher, wann war denn das hier? Am Samstag? Samstag oder nicht? Klar, da waren wir auch noch lange im TS hier, haben noch weiter gezockt und so weiter und so fort. So, erstmal rauf hier auf dem Acker. Kannst du das mit der Maus hoch und runter machen? Was denn da genau mit der Maus hoch und runter? Du Kasper, vielleicht schreibst du da auch zu, was du meinst. Erstmal U-Klapp hier die ganze Geschichte. Und dann gucken wir mal, was das hier für Tastenkombinationen gibt. Runter muss das ja auf jeden Fall. So. Ach hier. Ja, ja. So kann man den ein- und ausklappen. Geile Nummer. Let's Play TV. Moinsen. Zack, die Bohne. Wir brauchen mal einen GPS-Kurs hier. Einen vernünftigen auch. Automatische Arbeitsbreite. 36 Meter. Heide, nein. Boah, ziehen wir durch. Ah, meine Spritze da. Ja, habe ich ja hier mit dem hoch und runter meinst du, ne? So. Ah, geht. Ist alles Maus-Control. Spurbreite kannst du auch noch verändern. Die was? Die Spurbreite. Ich? Ach was. Ach doch. Ist das genial oder ist das genial? Was? Das ist eine gute Kiste. Und es gibt ja passend dazu im Mod Hub auch das Sprayer Add-on, ne? Da kannst du Teilbreitenabschaltung machen, ne? Habe ich irgendwie gelesen, glaube ich.
ist, glaube ich, auch beim Contest dabei. Jo. Oha. Geil, ja, moin. Wir sind... Seid ihr wieder fertig? Jo, wir sind immer fertig. Weißt du doch. Durch und durch. Mehr durch geht gar nicht. Ja, heute nicht so lange, haben wir ja gesagt. Wir haben das extra für die 9H2, die Abschlussklasse von einem Mitspieler von uns, einem Teammitglied von uns, haben wir extra. Die sitzen gerade beim Grillen im Garten und haben wir gedacht, schmeißen wir mal dazu an, vielleicht als kleines Gimmick oder wie auch immer. Ziehen wir mal durch, ne? Ja, du, Glasfan, tu dir keinen Zwang an. Ich werde zwar erst heute Abend irgendwann erst wiederkommen, aber... Boah, vorbeikommen kannst du trotzdem. Warum nicht? Warum nicht? Fan aus Leidenschaft. Moinsen. Also ich finde die Kiste ganz gut. Okay, Textur. Hatte der Bagalut mir auch schon mal erzählt. Das geht wohl schärfer. Das haben wir schon schärfer gesehen. Aber ansonsten ist die Kiste doch funktionstechnisch. Ob man das alles braucht, ist ja auch immer relativ, ne? Aber, ja. Ich glaube, das Teil steht auch gar nicht so schlecht da, oder? Finde ich. Ich finde es ganz gut. Der kann bleiben. 36 Meter Arbeitsbreite. Die kann sich auch sehen lassen. Na, vielleicht sollte ich die auch ganz nutzen. Wäre super. Rasmus, moinsen. Also immer noch frei, Rasmus. Ist das GPS neu? Mein GPS ist ohne rote Zeichen. Ja, das hat der Bagalut uns so zusammengebaut. Aus dem 15er und so ein paar Texturen angepasst einfach und dann geht das. Also selbst zusammengebaut. Alles klar, Gallia, mach das. Dann nochmal viel Spaß bei der Arbeit. Mach nicht so dolle, du weißt ja. Ne? Arbeit schadet. Hast du es noch nicht auf dem TS geschafft? Jo, du, alles gut. Nico, moinsen. Du hast schon Feierabend? Um 12:30, meine Güte. Bei Fadi gibt's bestimmt noch genug zu tun. Uha, aber nicht den kaputt fahren. Nee. Hier ein Glück. Oha, jetzt habe ich mich festgefahren. Ist aber auch Geschleuder hier, Mann. Komm hier nicht mehr raus. Spezialanfertigung. Danke für die Info. Ja, genau. Spezialanfertigung. A la Bagalut. Aber das kann man sich ganz einfach selber zusammen basteln. Ist gar nicht so schwierig, ne? Bisschen. Findet man alles im Internet. Genau. Nico, das... Der Nightbot hat uns leider verlassen. Ich weiß nicht, was ich ihm getan habe, aber... das ist das Driving Force GT. Für LS-Zwecke ausreichend. Möchte ich sagen. Gute Verarbeitung. Stabil, robust, hier kann man noch mal reinbeißen. Läuft alles. Zwei gegen drei, einen zweiten Schnitt mähen. Oh, Rasmus. Ich darf auch gleich hier, wenn ich den Stream beende, fahre ich los zum Heukehren. Ich wurde gefragt, ob ich da Lust drauf hätte und da habe ich natürlich gesagt, jo, geh los, Leute.
Oder mal sehen, ob ich das überhaupt noch kann, ne? Spielst du auf PC? Jo, das tut er. Nee, nee, das stimmt. Das stimmt, da bin ich nicht der Einzige, Nico. Vom Class-Fan, weiß ich nicht. Das könnte auch altersbedingt sein, dass das Ding bei ihm nicht geht, aber... Nein. Nee, manchmal hat er halt so seine Macken, ne? Seit einigen Wochen, dass er die Arbeit verweigert. Ja, ja, das ist halt manchmal so. Dafür ist er kostenlos. Und wenn er mal vorbeiguckt, sind wir auch ganz glücklich, ne? Maximilian, moin. Nee, du sollst hier raus aus der Spur, Mann. Mignon. Ich glaube nicht, du musst von einem Profi wie mir lernen. Oh, Rasmus. Oh, Rasmus. Ich bin schon Träger gefahren, da warst du noch Quark im Fischgeschäft, Mignon. Und das ist wirklich so. Wenn ich das mal nachrechne, dein Alter, mein Alter. Bitte, Rainer, bitte, weißt du doch. Du weißt ja, wie ich es meine, ne? Du hast die Göwald auch, ja, das ist ja auch nicht so schwer, die Göwald zum Laufen zu bekommen, ne? Bisschen Facebook lesen und dann läuft die Geschichte. Welches Headset kannst du mir empfehlen? Ich weiß nicht, ob ich dir eins empfehlen kann. Ich habe das hier, das ist das Logitech G430. Ich bin damit voll und ganz zufrieden. Der Komfort, wenn das Teil auf dem Kopf sitzt, ist geil, weil die Ohrmuscheln halt so groß sind, ne? Da passen die alten Löffel auch mal rein. Das drückt nirgendwo, als wenn du diese kleinen runden Dinger hast. Also ich glaube, darauf musst du unbedingt achten, weil sonst tun dir nach einer Stunde die Ohren weh, ne? Das ist nicht ganz so geil. Also bei denen, die du eigentlich bezahlen kannst. Ne? Es gibt natürlich auch welche mit runden Ohrmuscheln, die kosten dann aber richtig Geld, ne? Herr Berg. Ja, was ist denn da los? Ja. Du, ich musste schweres Geschütz auffahren, weil du so langsam arbeitest, habe ich vorhin schon erzählt. Ach, Rainer, hör doch auf zu flennen. Bagalut, kannst du Rainer mal bitte ein Taschentuch geben? Hat schon Kommentar gekriegt. Glockenfail? Wie Glockenfail? Hast keine Benachrichtigung bekommen? Das passiert ja auch öfter bei YouTube. Das ist ja, ne? Wie so andere Dinge, weißt du ja selber. Läuft. Ja, aber auf jeden Fall, es gibt auch noch die, um auf Hoflos Frage zurückzukommen, es gibt auch noch das G230. Der einzige Unterschied zwischen G230 und 430 ist einfach, dass du keinen USB-Adapter dabei hast. Diesen USB-Adapter ist schon schöner auf jeden Fall. Aber die Frau hat das 230 und damit kannst du auch top zufrieden sein. Also das ist, glaube ich, nur 10 Euro billiger, nur wegen diesem USB-Adapter, ne? Thema wechselt, Thema kommt. Nein. Zebra hätte ich gerne, saug mehr auf. Ja. Rainer. So ist es. Wenn du so eine großen Krokodilstränen weinst. Ne? Empfehlungen sind immer schwer. Richtig. Ich kann nur das hier empfehlen. Ich habe kein anderes. Ich hatte mal ein anderes. Das war auch mit USB. Das war ein... Oh, weiß ich gar nicht. Sah auf jeden Fall super geil aus und war eigentlich mehr für die PlayStation gedacht. Aber natürlich, da USB hat das auch funktioniert am Rechner. Aber irgendwann hat dieser An- und Ausschalter hier, der war da auch bei. Wisst ihr, hier könnt ihr den Ton an- und ausmachen und Lautstärke regulieren über dieses Teil. Da war dann der Knopf zum An- und Ausstellen, hat dann nicht mehr funktioniert und dann hat das ewig geknarrt und geknirscht und ach, hat es total abhaken.
wie heißt die Spritze? Das ist die Challenger-Spritze. Gehst du mal, guckst du mal hier. Weißt du? Findest du. Auch du. Bestimmt. Die Frau alles hat, ja, die hat eine Menge zu bieten. Aber das ist ein anderes Thema. Nächste Woche. Nächste Woche oder Wochenende ergeben? Nein. Kann ich dir noch nicht sagen. Kann ich einfach noch nicht machen, weil ich nicht weiß, wie es mit dem Töchterchen aussieht an den Wochenenden. Ich glaube selber, dass ich nichts vorhabe, müsste ich aber doch nochmal in den Kalender gucken. Das geht 430, ich habe gerade auf Amazon geguckt, 35 ist ein Top-Preis dafür. Wenn du hier bei Mediamarkt guckst, kostet das 60, ne? Ist so. Und das sitzt einfach geil durch diese Ohrmuscheln, die halt groß sind. Ist geil. Ja, ich weiß, du bist flexibel. Das weiß ich doch. Wie lange geht der Strim? Der Strim geht bis 1 Uhr. Dann muss ich los, ich muss Heu kehren. Der Bauer hat mich angerufen, hat gefragt, ob ich da Bock zu habe. Hat sich kurzfristig ergeben. Jetzt kann ich 3 Tage Träger fahren. Yeeha! Ja, Oflo, bei dem G430 ist der USB-Anschluss mit dabei. Das Teil, ist quasi ein USB-Stecker, den du dann im PC steckst. Und dann hast du die beiden 3,5 mm Cinch. Oder wie heißen die Dinger hier? Halt diese ganz normalen Audio-Stecker. Und die kommen dann in den USB-Adapter quasi. Und der ist halt auch von Logitech. Da kannst du nicht viel mit verkehrt machen, ne? Und hier diesen Knopf hier zum Beispiel, den habe ich jetzt schon, weiß ich nicht, wie oft hin und her bewegt. Das Headset habe ich ja schon, na, ein Jahr ungefähr. Ein Jahr bestimmt, ja. Das funktioniert einfach. Geile Geschichte. Ja, Sven, genauso ähnlich. Kennt ihr mich noch? Nee, Wired Real. Keine Ahnung. Fahre lieber zum Mediamarkt und teste es, bevor du es zurücksenden musst. Weil es drückt und zwickt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, hier die Ohrmuscheln sind groß genügend. Da sollte es zum Hören. Ich weiß ja nicht, was du für Ohren hast, Oflo, aber normalerweise sollte da jeder Löffel reinpassen. Du kommst rum, willst auch Träger fahren. Jo, ich schick mal ein paar Videos. Oh, schon fertig. Wir sind so schnell, ne? Wir sind so fix, Leute. Können wir das Ding ja mal zum Hof fahren? Komme ich hier eigentlich auch lang? Nee, das ist doch scheiße. Wir fahren hier lang. Didi, moinsen. Fabian, Gruße, moinsen. Bauer 30, auch moin. Nee, ich glaube. Aber ich würde es trotzdem, wenn du die Möglichkeit hast, fahr vorher einmal in den Laden, guck dir das Teil an und dann kannst du es immer noch bei eBay oder Amazon für 35 Euro neu kaufen. Aber setz das einmal auf, ist vielleicht keine schlechte Idee. Ihr werdet ja wohl irgendwo einen Mediamarkt haben, ne? Ich gehe davon aus. Nicht sehr große Ohren, naja, wer weiß. Mein Opa hatte Riesenlöffel. Meine Güte. ja, Herr Berg. Natürlich. Wir haben hier schon alles geflücht. Wir nehmen dir die Arbeit weg. Guck mal, hier habe ich schon gesehen. Geflücht mit Matthias und Farmer. Die 10, die du darunter gebissen hast. Hier die 8. Die ihr da zusammen im Stream runtergebissen habt. Die haben wir auch schon geflücht. Da muss jetzt noch angesät werden. Da unter die 9 ist geflücht und besät. Hier läuft das. Aber du kommst ja zu nichts einfach, ne?
Jo, Sven. Mit dem 1050er, dann schick uns doch mal, wenn du da drauf sitzt, machst du mal Fotos und schickst du uns bei Facebook. Wir haben da so eine dauerhafte Aktion quasi laufen. Bilder von Usern und die posten wir dann so auf unserer Seite. Ist ganz geil und kommt relativ gut an, muss ich sagen, ehrlich. Wir bekommen echt verdammt viele Bilder, ne? Das ist schon heftig, ja. Ich hab vom Bagaluten gestern, er sagte, soll ich ein paar Fotos machen? Vom Trecker-Track und ja. Hat er dann auch gemacht und dann habe ich erstmal 400 Bilder und 4 GB Videos runtergeladen. Oder waren es 3 GB Videos? Ich weiß es nicht. Knapp 3 GB. Ja. War fast 7 Jahre alt und kostete 29 Euro und super Klang und Mikro war richtig cool. Ja, das ist doch geil. Player TV. Das ist doch fett. So, wo parken wir denn die Kiste da hinten drin, wa? Uschi. Moinsen. Passt die Kiste da rein, sag mal? Bestimmt nicht, ne? Warte, wenn wir vielleicht... Ah, dann müssen wir das... Doch, die Kiste passt da rein. Pass mal auf. Wir klappen das Teil auf und dann können wir ihn runterdrücken. Wie kann man sein Profilbild auf YouTube ändern? Gehst du einfach auf deinen Kanal und dann... Muss man runterfahren, da passt auch rein. Ja. Dann führst du den... Führst du die Maus auf dein jetziges Profilbild und dann kannst du da... Kriegst du da so einen Stift angezeigt und dann kannst du dir eins aussuchen von deinem Rechner zum Beispiel oder so. Fleißig. Immer, Herr Bell, immer. Wie ist eine Ausnahme? Kann wohl nicht sein, Uschi. Hier hat schon mal einer an den Hof geflüchtet. Jo, läuft. Bei uns läuft. Oha, das wird eng. Das wird ganz eng, nehme ich an. Aber es passt. Boah. Ah, hat Holger gut gebaut, würde ich sagen. Richtig cool. JJ zockt LP, moinsen. Michael, moinsen. So, wir wollten jetzt... Ah, dann können wir den Rest da nochmal fertig sehen, wa? Den haben wir. Hier ist der 6R. Können wir hier nämlich schon mal eine Bahn rumziehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Joa, so ein Viertelstündchen, ne? Geht da noch was? Und dann haben wir den Stream für unsere 9H2 nämlich auch gut über die Bühne bekommen, möchte ich sagen. Was war denn hier drauf, sagt mir mal einer. Auf der 10. Ich das jetzt noch wüsste, ne? Weizen oder Gerste? Herr Berg, hilf mir doch mal. Was war hier drauf? Weizen oder Gerste? Und viel Spaß beim Zocken und einen tollen Tag. Let's Play TV wünsche ich dir auch. Danke dafür. Hero, moinsen. Jetzt sehe ich Raps. Ich frag und fange an zu sehen. Alter. Manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Da war Weizen drauf. Pass auf, dann kommt bestimmt auch noch Raps, oder? Was kommt denn als nächstes? Ich hab das, kann mir auch nicht merken. Raps, natürlich. Ich bin so gut. Ich mache das alles im Schlaf. Wenn ich jetzt auch vorwärts fahren würde, ne? Richtig geil.
Weizens. Guck mal, Sven weiß das auch. Michael, alles super. Was ja aber nicht heißt, dass da auch wieder Weizen drauf muss. Nee, da kommt ja jeder in Fruchtfolge, ne? Fruchtfolge. Raps. Ah, das lernst du auch noch, Bärchen. Irgendwann darfst du auch mal mit den Großen spielen. Ich mag das, dich zu ärgern. So. Niemals. Niemals würde ich mir erlauben, deinen MF kaputt zu machen. Ja, gar nicht. Du sagst es, ja. Ach, herrlich. Nein, wir machen hier auch auf jeden Fall weiter. Also, hier heißt der TS. Müsste unten in der Videobeschreibung sein. Ja, natürlich habe ich einen TS. Geht leider nicht, Uschi. Geht leider nicht. Weil der Nightbot die Arbeit verweigert. Läuft doch. Was? Spinnst wohl. Geht ja gar nicht. Das geht aber tief rein. Ist das immer so? Naja, wird schon. Ausrufezeichen Schelle Blacky. Ja, ich werde mir die Befehle auch mal machen. Ich werde das mal machen. Bärchen. Dann kriegst du. Wer ich oder der Nightbot? Sag mal, Uschi. Hoffe ja wohl der Nightbot, ne? Alex B. Ach so, Entschuldigung, Alex. Entschuldigung. Bin aber auch immer voreilig. Ja, moin, Alex. Alex, die Streamzeiten von Herrn Berg sind dienstags und donnerstags. Also, heute. Michael, 31. Fußbot Blackie. Pa, moin. Wie beide. Seid wohl nicht. Uschi, 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 komm du mal in TS. Versohlen wir dir den Hinter. Hero, alles super. Heute ist ein guter Tag. Ich werde gleich Heuwenden fahren. Mattel Gamer. Du musst Scholle machen. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Denk dran, das ist auch wichtig. Sonst endest du nicht so wie die neuen H2, die alle ihren Abschluss geschafft haben. Nice Geschichte. Und jetzt bei ihrem Lehrer im Garten sitzen und grillen. Und dabei nebenbei Nordwest Gaming zuschauen, wie sie hier Schrott machen. Wieso haben wir hier denn nicht das Vorgewende geflüchtet, sagt mir mal einer. Das fällt mir jetzt erst auf. Naja. Kann der Farmer gleich nochmal machen nachher. Ach ne, der kommt ja bis Freitag nicht. Naja. Der Bär. Hi Papa. Oh Michael. Danke. Danke, danke, danke. Hier große Klappe und NTS will sie nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Weil sie feige ist. So ist es. Was ist in München? Kannst du da auch da ein Video machen? Ja, ich will auf jeden Fall Videos aufnehmen. Ich habe heute Morgen gerade eine neue Kamera gekauft.
Und die lädt jetzt gerade, die nehme ich natürlich mit und vielleicht mal gucken, wie der Empfang da ist. Vielleicht mache ich nochmal einen Livestream. Jo, an Gerd. Grüße gehen raus an Gerd. Oh Meister, ich bin mal eben AFK. Jo, ich bin auch bald weg, ne? Ja, wir hören uns dann heute Abend. Machen wir, Baggerloot. Viel Spaß. Jo. Baggerloot hat den Channel verlassen. Mehrere verletzte Schüsse an S-Bahnhof in München, Verdächtiger festgenommen. Ach du Scheiße. Das nimmt auch kein Ende, oder? Was ist mit dieser kranken Welt los? Kann mir das mal einer erzählen? Silas. Nee, kann ich nicht machen. Ehrlich nicht. Hab schon zu viel gesagt, deinen Namen nämlich. Einfach reinkommen. Moin, hallo, servus oder sonst irgendeinen Begrüßungstext sagen. Und dann wirst du automatisch gegrüßt. Aber dieses ganze Grüßen könnt ihr euch direkt abgewöhnen, wenn ihr hier zuguckt. Das nervt einfach. In einem S-Bahnhof im Münchner Stadtteil Unterföhring sind Schüsse gefallen. Dabei wurden nach Polizeiangaben mehrere Personen verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Ja, das ist echt kranke Welt, wie gesagt. Baggerloot. Ja, Silas. Moin. Geht doch. Hast recht, Bärchen. Da geht nichts mehr. Bald ist vorbei. Bald brauche ich eine Mütze. Ja, da hast du wohl recht. Der Kerl hat vor einem Beamten die Pistole entrissen und sofort rumgeschossen. Gewählt, ja. Ey. Was ist nur los? Was machst du heute noch? Ich werde gleich hier aufhören zu streamen und dann werde ich Heu wenden gehen. Im Real Life. Und nein, ich bin kein Landwirt. Ich bekomme nur die Möglichkeit, dies zu tun. Richtig geile Geschichte. Läuft, würde ich sagen. Und dann werden wir heute Abend schön bei Herrn Pech gucken. Ich glaube 18 Uhr. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Mit was für einem Schlepper, das kann ich dir auch noch nicht genau sagen. Ich weiß noch gar nichts, quasi. Ich fahre da gleich erstmal hin und dann, ja. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist bestimmt nicht die allerneueste Technik. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Fährt alles kaputt. Nee, Uschi. Ich kann das schon. Verlass dich drauf. Du hilfst auch mal bei deiner Freundin, Miguel. Richtig geil. Schock doch, oder? Siehst du, 18 Uhr. Das ist leer. Zusammenklappen die ganze Geschichte hier. Schlepper? Mit der Forke? Ja, mit Sicherheit. Die ganzen Hektars alle ablaufen, ne? Ja, mache ich ein Video von. Mal gucken, vorrangig ist natürlich arbeiten und nicht Video drehen. Aber ich werde versuchen, das alles hinzubekommen. Er ist auch echt entspannt bei der Geschichte. Die haben direkt an mich gedacht, wie ich hier, wie sie angefangen haben zu mähen und haben direkt angerufen. Ja, willst nicht vorbeikommen? Hier mal ein bisschen Heu kehren. Und das ist schon geil, freue ich mich echt drüber. Die wissen ja, was wir hier machen. Der Landwirt zumindest und es ist eine geile Geschichte, ne? Dass er denn da dran denkt, ja, dann kannst du mal, er sagt ja auch schon, ja, dann hast du wieder ein paar Videoaufnahmen, aber... Natürlich steht bei solcher Geschichte das Arbeiten als erstes und nicht Videos drehen. Ne? Ist einfach so. Weil wenn man da was versaut, kostet das viel Geld. Wahrscheinlich.
wenn man was kaputt macht. Und dann kann ich da nicht, oh ja, ich habe ein Video gedreht, sei nicht böse. Ach, wir müssen das Rohr wieder verlängern. Jonas, moin. So, welche Taste war denn noch? Moin. Glaube ich doch. Jo. Ich sag, es gibt irgendwann wieder Krieg, aber wir wollen das mal nicht hoffen. Das wäre nicht ganz so schön für uns und für alle anderen. Sicher eine tragische Geschichte, aber das hier ist ein News-Channel. Das stimmt auch wieder. Ach, siehst du, wo der Herr Berg doch gerade da ist? Melden, entfernen, Benutzer blockieren. Vorübergehend blockieren. Genau. Herr Berg. So. Kann der auch nichts mehr schreiben? Sind wir den auch los, den alten Berg? So, Klappe zu. Affe tot, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Jungs, aber ich glaube, ich stelle die Kiste hier nur noch hin. Und dann muss ich mich umziehen. Und dann muss ich los. Wer hat das schon, ne? Blockade-Runner. So, damit auch jeder weiß, wo ich aufgehört habe, stellen wir das nämlich, machen wir das immer so, stellen wir das direkt vollgetankt und alles hier wieder hin. Ja, Männers, für diesen kurzen Stream extra für die 9H2 von unserem Teammitglied, dem Lehrer, nenne ich ihn mal. Schön, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Richtig geil. Ich hoffe, der 9H2 hat das ein bisschen Spaß gemacht beim Grillen da im Garten. Ja, was bleibt zu sagen, Jungs? Ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr euren Abschluss geschafft habt. Ab jetzt geht's los. Ab jetzt müsst ihr bald selber da, seid ihr selber dafür verantwortlich, Geld zu verdienen. Und das Leben wird nicht einfacher, Leute. Die Schule war ein Scheißdreck. Jetzt geht das richtig los. Aber, Jungs, macht mal weiter so und. Ich würde sagen, wir sehen uns mal sehen, wann. Morgen wahrscheinlich nicht, aber ja. Ich kann es euch gar nicht so genau sagen, wann es dazu kommen wird. Aber ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Ich werde jetzt ein bisschen Heu kehren, ich werde ein paar Videos machen. Und bis dahin. Tschüss.